Hallo zusammen. Heute werden wir uns mal die Beute ansehen. Ich habe eine zweite mitgebracht, die ich auch hier hinstellen werde. Und ich hole euch gleich ein bisschen näher und dann werden wir uns jedes Einzelteil, was dazugehört, einmal anschauen. Ich erkläre euch, wofür das ist. So, als erstes haben wir den Boden. Vorne befindet sich das Flugloch. Wir haben ein Belüftungsgitter. Ist einfach nur ein Boden, der durchlöchert ist, damit die Luft zirkulieren kann. Vorne kann man vorne gehört ein Flugkeil hinein, damit der Abstand beschränkt ist zum Verbringen der Beute. Damit das Flugloch geschlossen ist, kann man den Keil so rum machen. Einfach um 90 Grad drehen, somit ist das Flugloch komplett geschlossen. Und ich habe auch eine Schaumstoffleiste mir geschnitten, damit ich am Anfang, wenn ich Ableger habe, kann ich tatsächlich an der Seite immer nur ein Stückchen öffnen und dementsprechend das Flugloch dann verbreitern, bis ich wechsle zu dem anderen Fluglochkeil. Also den können wir schon mal hier hinlegen. Den legen wir da rein. Somit haben wir den Boden einmal durch. Ich habe an den Seiten Felze, damit der Brutraum, der jetzt kommt, nicht verrutscht und gerade drauf liegt. Aber den zeige ich euch jetzt im nächsten Schritt. Hier sehen wir nun den Brutraum. Der wird, wie gesagt, einfach auf den Boden draufgestellt. Durch die Nuten an der Seite sitzt er merklich fest. In dem Brutraum sind Schienen angebracht, auf dem die Waben hin und her geschoben werden können. Ich habe in die Beute an der ersten und gegenüberliegenden Position einen Abstandshalter eingeschlagen. Ganz einfach, weil ich bei den Rähmchen, zu denen kommen wir jetzt direkt als nächstes, weil ich bei den Rähmchen immer nur an einer Seite die Abstandshalter habe, damit ich die jederzeit drehen kann und damit ich ganz am Ende oder ganz am Anfang dementsprechend auch einen Abstand habe. Ansonsten wird er an einer Seite anliegen und auf der anderen Seite an der Beutenwand habe ich halt auch einen Abstandshalter gemacht, dass ich, wenn ich den ganzen einmal rüberschiebe, nicht verkante. Da kommen wir auch schon zu dem Rähmchen. Das ist einfach ganz normal gedrahtet. Das ist ein Brutraumrähmchen. Der ist halt sehr groß im Dadant und die Honigrähmchen sind nur halb so groß. So sind das die Anfänge, heißt wir haben hier nur eine Mittelwand und halt das Rähmchen, was auch ganz neu ist. Das heißt, als ich den Kunststoff eingeschlagen habe, habe ich von denen 5 Stück reingelegt. Ich habe heute nur 3 dabei. So, da haben wir dann die 3 Rähmchen, die ich auch so bei dem Kunststamm eingestellt habe. Und hinzu kommt dann noch eine Futtertasche. Die ist abgedichtet mit Wachs innen drin. Ansonsten kann man auch Parkettversiegelung oder sowas. Man müsste halt nur gucken, dass das für die Bienen nicht giftig ist. Die Futtertasche kommt auch einfach rein. Die hat eine Seite mit einer etwas höheren Öffnung und eine Seite, die bis oben geht, damit man die Futtertasche gleichzeitig hinterher als Sheet nutzen kann, indem man sie einfach umdreht. Damit die Königin nicht aus Versehen da reinfällt, gibt es dazu noch ein kleines Gitter, wo die Königin nicht durchpasst. Mit dabei war da noch eine Schwimmhilfe. Das ist einfach auch nur ein Stückchen Sperrholz, das schwimmt auf dem Flüssigfutter, damit die Bienen nicht ertrinken. Und wenn man die Futtertasche gar nicht nutzt, gibt es da noch eine Leiste dabei, um sie komplett zu verschließen. Somit ist auch keine Gefahr, dass die Bienen da drin Wildbau führen oder sonstiges. Ja, genau so war tatsächlich nur mit 5 mein Aufbau für den Start, den ich hatte, als ich meinen Kunstschwamm eingeschlagen habe. In der Beute nebenan befinden sich also 5 Rähmchen plus die Futtertasche. So, hier drauf kommt jetzt
eigentlich schon der Abschluss. Ich nehme meistens, oder ich habe ja meinen ersten Schwarm jetzt, oder meine ersten Bienen jetzt erst bekommen. Darauf kommt eine Folie, damit der Deckel nicht anpappt. Und auf dem Deckel oder auf der Folie kommt dann der Beutendeckel. So, und ganz zum Abschluss wird das noch mit einem Deckel verschlossen und mit einem Stein beschwert, damit bei starkem Wind nichts wegfliegen kann. Das wäre so der normale Zustand. Jetzt haben wir ja Anfang Frühling und man würde den Honigraum noch draufsetzen. Das heißt, wir hätten die Konstellation, der Deckel wird dann wegkommen. Die Folie auch. So, über den Bienen würde dann ein Absperrgitter kommen, was einfach nur dazu dient, dass die Königin nicht nach oben in den Honigraum kommt, um dort zu brüten. Es sollen tatsächlich nur die Bienen nach hoch. Ah, jetzt muss ich einmal ganz kurz ein bisschen nach oben schwenken. So. Und auf dem Gitter kommt dann der Honigraum. So, und dann wie gehabt, nach dem Honigraum die Folie und der Deckel. Ich habe heute einen anderen Honigraum dabei. Und zwar, da ich noch keine Schleuder habe oder Entdeckungswanne, Entdeckungsmaschine und sowas alles, habe ich heute Rähmchen mitgebracht, den man für warmen Honig nehmen würde. Deswegen sieht man auch, ich habe tatsächlich noch so einen Abstandsring, weil die Rähmchen etwas größer sind. Also so würden die Rähmchen aussehen für den Wabenhonig. Heißt, die Bienen fangen an, hier weiter auszubauen. Die Wabe wird dick ausgebaut und damit Honig gefüllt und verdeckelt. Das heißt, ich habe extra hier einen zusätzlichen Ring, den man normalerweise nicht braucht. Das heißt, die Beute wäre eigentlich 2 cm kleiner, aber ich glaube, das macht jetzt nichts aus. Ja, wie so. Das heißt, dann kommt das plus der Deckel. Oben drauf dann den Wasserschutz. Und hier kommt dann ein Stein drauf, damit bei starkem Wind nichts passiert. So würde die Beute dann eigentlich den Sommer über hier stehen, bis man halt den Honigraum erweitert oder die Tracht zu Ende ist. Na, der Raps hat ja gerade aufgehört, die Kirschen und Obstbäume und sowas sind jetzt gerade auch durch. Das heißt, die ersten haben ja jetzt den ersten Honigraum oder den ersten Honig schon geerntet. Und jetzt kommt ja der Blütenhonig. Jetzt fangen halt die Blumen überall an zu blühen und jetzt kommt der Sommerhonig. So, jetzt muss ich noch einmal nach unten schwenken. Für den Winter ist es so. Ich mache das jetzt mal von vorne. Eigentlich macht man das, oder kommt, ist die Schublade von hinten. Es gibt auf jeden Fall noch eine Varroa-Schublade. Eine Windel. Die kommt, jetzt muss ich einmal schauen, so rum in die vorne rein. Also ich habe bei mir eine durchgehende Schiene, wäre jetzt, bei mir ist das jetzt egal, ob ich von vorne ziehe oder nicht. Von vorne ist halt ein Flugbrett an den, ich schwenke einmal kurz rüber. Normalerweise ist vorne ein Flugbrett in dem Schlitz drin. Und deswegen können wir jetzt hier einmal die Windel von vorne zeigen. Das heißt, hier würde man tatsächlich dann das Gemüll sehen der Bienen und könnte den Varroa-Bestand, den Varroa-Befall einmal sichten und gegebenenfalls handeln. Ja, grundlegend war es das jetzt zu der Beute. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden, was ich erklärt habe.
Wenn Fragen sind, einfach raus damit. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen.